Herzlich willkommen, Lars Klingbeil. Sie haben in den vergangenen Monaten immer wieder mal nicht besonders gute Ergebnisse der SPD kommentieren müssen. Das gilt im Grunde für die gestrigen Ergebnisse auch. Sind Sie eigentlich zuversichtlich, dass Sie in Ihrer Zeit als Generalsekretär auch mal wieder überzeugende SPD-Ergebnisse besprechen dürfen? Naja, erstmal finde ich ja schon, dass das Ergebnis der SPD in Brandenburg eins ist, über das ich mich freuen kann, über das auch andere in der SPD sich freuen. Ich breche allerdings nicht in Jubel aus. Wenn man sich anguckt, wie es bei der letzten Wahl war, dann haben wir verloren. Wenn ich mir angucke, dass wir vor 3-4 Wochen aber noch 10 Prozentpunkte weniger hatten, als es jetzt gestern im Endergebnis dann der Fall war, dann kann ich mich darüber freuen. Freue mich auch darüber, dass wir vorne liegen in Brandenburg, dass wir die AfD nochmal in die Schranken gewiesen haben. Sehe aber auch, wie groß die Herausforderungen sind. Also es ist ein Abend der gemischten Gefühle gewesen, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir vierte Kraft geworden wären in Brandenburg. Olaf Scholz hat gestern gesagt, das sei ein ganz guter Sieg gewesen. Dann hat auch der Ministerpräsident und Spitzenkandidat Dietmar Woidke von einem sehr guten Ergebnis gesprochen. Nichtsdestotrotz haben knapp 6 Prozentpunkte verloren. Irgendwie ist ja die Frage, ob solche Einschätzungen und solche Bewertungen nicht auch schlussendlich zum Verdruss beitragen, der bei vielen Wählerinnen und Wählern da ist, statt einfach mal zu sagen, wie es tatsächlich ist. Ja, jetzt muss man aber auch aufpassen, wie man das bewertet. Die SPD in Brandenburg und Dietmar Woidke an der Spitze haben wirklich einen fulminanten Schlussspurt hingelegt. Die haben gekämpft, die haben sich von, wie gesagt, knapp auf Platz 4 nochmal 10 Prozentpunkte in 3 Wochen hochgearbeitet. Das ist ja etwas, da verstehe ich doch jeden Wahlkämpfer, der gestern Abend sagt, ich will jetzt hier feiern. Trotzdem wissen wir doch, wie groß die Herausforderung ist. Wir haben ein bisschen verloren in Brandenburg. Wir sehen, wie stark die AfD geworden ist. Wir sehen auch, was in Sachsen für Wahlergebnisse da sind. Also es wird genug geben, was an Auftrag jetzt auch nach dieser Wahl da ist. Aber wenn man in drei Wochen 10 Prozentpunkte aufholt, dann kann man auch mal feiern an einem Wahlabend. Bei Woidke kann ich das durchaus auch verstehen, aber ansonsten denke ich, haben wir es ja gerade auch am Wochenende erlebt, irgendwie, dass viele ihre Ergebnisse wieder sehr positiv bewertet haben, wo man bei Licht betrachtet dann aber auch sagen muss, naja, so richtig dolle ist es auch nicht gewesen. Und ich finde natürlich, wenn wir jetzt mal ein Stückchen weiter gucken über die Bewertung von gestern hinaus, 26% für einen Wahlsieger ist nicht wirklich stark. Also ich habe mir immer vorgenommen als Generalsekretär, dass ich so rede an Wahlabenden, wie ich das für richtig halte, dass ich nicht in Jubel ausbreche, wenn schlechte Wahlergebnisse da sind. Mich hat das auch immer gestört. Insofern habe ich das gestern nicht getan, werde das heute nicht tun. Freue mich darüber, dass der Schlussspurt funktioniert hat. Und jetzt müssen wir heute darüber reden, wie die Aufgaben sind. Wenn wir eine AfD haben, die 20-25% kriegt, wenn sich so viele Menschen auch in den beiden Bundesländern entscheiden, Rechtsextreme zu wählen, dann ist das ein Signal an die Politik. Und wir müssen dringend gucken, was anders werden kann, wie eine anderer politischer Stil da sein kann, welche Themen man auch noch mal setzt. Das sind alles Aufgaben, die wir haben und da dürfen wir uns auf gar keinen Fall zurücklehnen und irgendwo zufrieden sein. Welchen Anteil hat die Bundespartei an diesen Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg? Das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Die SPD ist auf Bundesebene seit längerem nicht im besten Zustand. Wir sind gerade in einer schwierigen Phase auch. Wir werden jetzt uns auf die Suche machen nach einer neuen Spitze. Wir sehen, wie die Umfragewerte auf Bundesebene sind. Also sich davon frei zu machen und zu sagen, die Bundespartei hat damit nichts zu tun, wäre völlig falsch. Gleichwohl, das haben wir gestern in Brandenburg auch gesehen, wenn jemand da gerade den Weg geht, wenn jemand auch sich fokussiert, wenn jemand wie Dietmar Woidke auch den Kontakt zu Menschen sucht und wenn man es schafft, diese Polarisierung auch zur AfD zu haben, dann kann man wirklich auch im Schluss was erreichen und das ist in Brandenburg gelungen. Wie kann man eine Partei wie die SPD in Sachsen, die jetzt bei 7,7% liegt, sie hatte 2004 schon mal 9,8, also einstellig war sie da auch schon mal, aber wie kann man eine solche Partei mit auch so strukturellen Problemen, die es da gibt, weil es einfach zu wenig Mitglieder hat, wie kann man die wieder auf die Beine bringen aus Ihrer Sicht? Das wird etwas sein, was uns jetzt auch in den kommenden Wochen ja beschäftigt auf dem Weg zum Bundesparteitag, wie wir gerade in den ostdeutschen Ländern, in strukturschwachen Ländern, wie wir da unterstützen können. Wir haben mit Martin Dulig ja vor 2 Jahren auch ihn als Ostbeauftragten eingesetzt. Da gibt es schon erste Früchte, dass wir auch immer wieder stärker auf Ostthemen gesetzt haben, dass wir auch Bundestagsabgeordnete beispielsweise aus den westdeutschen Bundesländern verpflichtet haben, unterwegs zu sein, einfach mal dort auch im Kontakt zu sein, Hausbesuche zu machen, Infostände zu machen, Veranstaltungen durchzuführen. Aber insgesamt brauchen wir dort stärker die Sozialdemokratie auch sichtbar auf dem Platz. Das ist nicht wie in NRW, das ist nicht wie in Niedersachsen, dass man dort so viele Mitglieder hat. Also da besser zu sein, in der Sichtbarkeit auch besser zu sein, Veranstaltungen zu machen, darum wird es in den nächsten Jahren gehen. Aber es ist eine Kernerarbeit, die dort stattfinden muss. Das kriegt man nicht mal durch ein gutes Gesetz oder durch eine gute Veranstaltung hin. Wie zeigt man Stärke, wenn man immer schwächer wird? Indem man geschlossen ist. Ich glaube, das ist die Lehre auch aus Brandenburg gestern. Das ist eine sehr geschlossene Partei, die dort gekämpft hat. Und die SPD beschäftigt sich sehr oft mit sich selbst und dreht sich um sich selbst. Und das interessiert die Menschen aber nicht. Die wollen, dass über den Arzt und die Versorgung vor Ort geredet wird, das Breitbandnetz und die Mobilfunkanbindung. Die wollen, dass über den Nahverkehr geredet wird. Also wirklich Themen, die vor Ort eine Rolle spielen. Und mehr darüber zu reden,
vor Ort zu sein und weniger über die Befindlichkeiten der SPD zu reden. Das ist das, was man lernen kann. Und doch passiert ab kommendem Mittwoch genau das, nämlich die SPD wird über sich selbst reden, weil die Kandidatenkür beginnt für den Parteivorsitz am 4. September am Mittwoch in Saarbrücken. Und wir werden wahrscheinlich dann erstmal 5 bis 6 Wochen uns hauptsächlich konzentrieren auf das, was da passiert, weil da natürlich auch ein Wettbewerb dann sein wird zwischen den Kandidatenpaaren, die, wie wir seit gestern ja amtlich wissen, 8 sein werden. Und die Frage ist ja, wie werden die miteinander umgehen in der Zeit während dieses Wettbewerbs? Und werden dann nicht wieder diese Punkte aufkommen, die Sie gerade zumindest für Brandenburg gesagt haben, da ist es überwunden worden, aber müssen Sie auch befürchten, dass es, wenn es wirklich um den Wettbewerb Parteivorsitz geht, genau das wieder passiert, was Sie eben nicht haben wollen. Aber das ist ja genau die spannende Frage. Also wir haben die Mitglieder gefragt, was sind für euch die wichtigsten Punkte, und wenn man so die öffentliche Debatte verfolgt, könnte man ja den Eindruck gewinnen, es geht eigentlich nur um die Frage, soll die SPD in der Großen Koalition bleiben? Das interessiert aber unsere Mitglieder überhaupt nicht. Das hat diese Umfrage gezeigt. Die wollen, dass darüber geredet wird, wie geht es mit den großen Zukunftsfragen des Landes weiter, wie geht es mit dem Klimaschutz weiter. Wie wollen wir eigentlich die Kluft zwischen Arm und Reich in diesem Land überwinden? Also das sind Themen, die die Mitglieder interessieren und die, glaube ich, auch die Bevölkerung interessiert. Wenn wir es falsch machen wollen, dann reden wir auf den Regionalkonferenzen nur über die SPD. Wenn wir es richtig machen, reden wir über das Land und über die Frage, wie wir das Land verändern. Zu dieser Antwort und zu dieser Umfrage wollte ich schon immer mal eine Nachfrage stellen. In der Tat ist es so aufgelistet, dass die Frage Große Koalition relativ weit hinten landet. Aber die Punkte, die davor sind, sind ja maßgeblich abhängig davon, ob Sie in einer Großen Koalition sind oder nicht. Jedenfalls, wenn Sie Politik machen wollen. Denn die Ausrichtung in vielen Fragen, die da angesprochen waren von den Mitgliedern, die da online geantwortet haben, hängt ja davon ab, ob Sie eben in einer solchen Koalition sind. Andersrum, bestimmte Sachen, die die Mitglieder wollen, gehen eben in dieser Koalition überhaupt nicht. Also gibt's ja da ganz enge Anbindungen. Also eine der Hauptantworten, die die Mitglieder hören wollen, ist die Frage, wie löst ihr die Probleme beim Klimaschutz? Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen gucken, ob es in dieser Regierung geht oder nicht. Das Klimaschutzgesetz wird jetzt im September noch kommen, wird vorliegen. Aber natürlich kann man in einer Regierung viel, viel besser gestalten als in der Opposition. Aber erstmal ist entscheidend, die Mitglieder interessiert nicht die Frage, bleibt die SPD in der GroKo, ja oder nein, sondern sie wollen auf die großen Zukunftsfragen dieses Landes Antworten haben. Und darum muss es auch bei der Debatte jetzt bei den Regionalkonferenzen gehen.